Überraschung! Hey Leute, ich bin Marie und ich bin für ein paar Folgen euer Host hier bei Coke TV. Ich freue mich total, ich bin mega gespannt und ich hoffe, dass wir ein paar coole Coke TV-Momente zusammen haben werden. So, zur Premiere geht's für mich heute zum Eishockey-Spielen. Sag mal, Eishockey, ist eigentlich euer Ernst? Also 1,90 und ich und ja. Ich bin zwar ein bisschen aufgeregt, aber hey, ich bin auch tough und deswegen werde ich den Jungs sicher kein leichtes Spiel machen. Gehen wir? Ich würde sagen, ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Eissporthalle. Das ist Dominik. Hi. Und bist du schon mal Schlittschuh gefahren? Tatsächlich ja, aber selten, sehr selten. Aber noch nie Eishockey? Nee, Eishockey noch nie, wirklich. Da bin ich auf jeden Fall beruhigt. Okay, wir sind super gespannt und würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt rein, oder? So machen wir das. Vielen Dank. Das ist gerade noch ein bisschen wackelig. Ich glaube, wir brauchen mal eine Runde professionelle Hilfe. Ja, ich bitte drum. Was sagst du? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hi, Marie. Hi, Lenny. Was erwartet uns heute? Ja, ein bisschen Lauftraining, ein bisschen Techniktraining, mit Schläger umgehen, ein bisschen schießen. Bevor es losgeht, ihr müsst euch in Ausrüstung umziehen. Ja, ab in die Kabine. Okay, gut. Super. Dann machen wir das mal, ne? Würde ich auch sagen. Ab in die Kabine. Mal gucken, was uns erwartet. Oh, wow. Interessant. So, da sind ja die zwei Neuen. Hallo. Hi. Ja, ich bin der Veit. Ich bin ja gespannt, was ihr so aufs Eis bringt. Ja, wir auch. Ja, zieht euch mal um. Okay, cool. Danke. Erstmal ein bisschen Laufenübung. Jeder Eishockeyspieler oder normal spielen, viele laufen so und mit geradeaus. Ich like da hinten zu fahren, nach vorne. Und deswegen ein bisschen mehr auseinander und streckt die Schüsse aus zur Seite und zurück. Okay. Nur mit einer, ja. Ein bisschen in die Knie gehen. Wichtig ist, wenn man steif ist, ist es sehr schwierig zu laufen. Gut. Und wie bremst man eigentlich überhaupt? Deswegen gibt es Bande in Eishockey. Du kannst nicht weiterlaufen. Es ist nichts anderes, als ich drehe und muss ein bisschen Druck machen in meine Schlittschuhe. Wir machen das zusammen. Ein bisschen laufen. Dreh deine Hüfte. Ja. Okay, wir kommen zur Bande jetzt. Langsam drehen. Und super gestoppt. Ich like nach hinten zu fahren. Nach hinten zu fahren. Nach hinten zu fahren. Jetzt machen wir unser Laufen und wir drehen immer um die Pylonen. So, was wir machen, wir machen das jetzt mit Puck. Okay. Da! Komm schon, Puck! Jetzt machen wir so, ich zeige euch vor, wie die Großen, die Profis das machen. Ja, oh mein Gott. Hier ist die nächste Übung. So, jetzt seid ihr dran. Oh ja! Jetzt ein bisschen passen. Das ist so schwierig, das zu zielen. Das denkt man gar nicht, oh, der kleine Puck. Aber dann schießt er irgendwie so 2 Kilometer rechts an Dominik vorbei. Ups. Oh. Üben wir mal weiter, ne? Schöner Pass auf den Schläger. Sehr gut. Und zurück nochmal. Nee, so nicht, Marie. Boah. Ey, echt anstrengend, oder? Ja, super, ey. Es macht einen richtig fertig. Vor allem, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir ist so warm in diesem Zeug und ja. Es wiegt auch so viel. Ja, genau. Wir haben uns echt eine Pause gelegt. Ja, das denke ich auch.
ja gemeint, es gibt noch mal ein Spiel. Ja. Und da spielen wir dann mit. Das kommt auf uns zu. Aber ich bin mir ganz sicher, wir schaffen das. Hier ist die Taktik. Ah. Ihr beide muss links und rechts vom Tor, und wenn ich die Cookie, das Ding muss rein. Muss rein. Rein. Voll drauf. Das wir auch geschafft. Super, es läuft. Sehr gut gemacht von euch. Ihr seid bald bei uns im Team, wenn ihr so weitermacht. Okay, würde uns freuen. Ja, danke. Auf unseren Sieg ein dreifaches. Hip, hip, hurray! Hip, hip, hurray! Hip, hip, hurray! Jawohl, hier auch. Good job. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Jungs, fürs Spielen. Vielen Dank fürs gewinnen lassen. Ja, vielen Dank, Lenny, natürlich an dich für das harte Training. Was nimmst du mit vom Tag? Ja, das wird auf jeden Fall was für den Winter, für den heimischen Teich sozusagen. Mal mit Freunden, das macht richtig Bock. Das war auf jeden Fall ein richtig cooler Einstieg in meine erste Koch-TV-Folge. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao. Wow. Herzlich willkommen in der Endcard. Wie immer findet ihr das Video von vorletzter Woche da oben. Das letzte Video findet ihr hier. Und eine Vorschau auf nächste Woche gibt's jetzt hier.